Ja, Thomas Haldenwang, Chef des Verfassungsschutzes, hat es wieder getan. Er kann es einfach nicht lassen und er hat jetzt auf einem Berliner Ensemble-Event nicht nur vor der AfD gewarnt, wie damals schon im Sommer, als er sagte, es kann nicht allein die Aufgabe des Verfassungsschutzes sein, die Umfragewerte der AfD herunterzunehmen, sondern nein, jetzt hat er sogar schon davor gewarnt, dass die AfD auf keinen Fall Regierungsverantwortung bekommen darf, hat damit schon wieder seine politische Neutralitätspflicht verletzt und zeigt sich hier sogar selbst als gegen das Demokratieprinzip vorgehender Verfassungsschutzchef. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, ich bin wieder zurück auf Mallorca. Und was muss ich hier direkt wieder lesen, wenn ich hier die Nachrichten öffne? Es ist wirklich unfassbar, unfassbar im Kontext der aktuellen Situation. Ja, wir gehen jetzt nur ganz kurz auf diesen Beitrag hier ein. Bei news.de kann man ihn sich durchlesen. Da gab es hier eine Podiumsdiskussion mit Michel Friedmann, dann dem Antisemitismusbeauftragten Felix Klein und eben Thomas Haldenwang. Und dort hat er nachweislich gesagt, wir müssen jetzt tätig werden, um eine künftige Regierungsbeteiligung der AfD zu verhindern. Damit verstößt er eben ganz klar gegen das Neutralitätsgebot. Dazu gleich noch etwas mehr. Jetzt aber zu diesem unfassbaren Satz, den er dort gesagt hat. Daran müssen wir, also ich lese mal alles vor. Ich sehe Tendenzen und die gehen leider aktuell in eine Richtung und leider nicht in die andere Richtung. Daran müssen wir arbeiten. Daran müssen wir Demokraten arbeiten. Das gemeinsam verhindern. Nein, Herr Haldenwang, Sie müssen gar nichts verändern. Sie müssen einfach ein bisschen Informationen sammeln in Ihrer Geheimdienstbehörde und diese Informationen weiterleiten. Das war's. Sie haben nicht das Recht, auch nicht die Pflicht, irgendwie politisch einzugreifen und zu sagen, wen die Wähler zu wählen haben oder sonst irgendwie so. Und dafür haben Sie ja selber vom Gericht bereits eine Rüge im Sommer bekommen, wo Sie sich antidemokratisch verhalten haben. Ich mach mal weiter hier, ja. Alles andere, da muss man ja verzweifeln. Wir müssen jetzt tätig werden, um sowas in 7 Jahren vielleicht zu verhindern. Und das ist mein Optimismus, den ich eben habe, dass uns das noch gelingt. Ja, wir müssen tätig werden, wir müssen eine künftige Regierungsbeteiligung der AfD verhindern. Das ist doch wirklich sowas von wahnwitzig, was hier passiert gerade. Ne? Und news.de hat jetzt auch einen Rechtsexperten hier mal interviewt, einen gewissen Herrn Musiek, der sogar selber Professor an einer Universität ist, ja, und nein, zum Glück nicht an der HU von Berlin. Und der sagt jetzt, wenn der Verfassungsschutzchef seine Mittel einsetzt, um Einfluss auf die Regierungsbildung zu nehmen und die Regierungsbeteiligung einer nicht verbotenen Partei zu verhindern, handelt er gesetzwidrig und verstößt gegen das Demokratieprinzip. Ja, so würde ich das als Demokratieexperte, aber als Rechtsleihe auch sehen. Aber wisst ihr, dazu muss man nicht unbedingt ein Rechtsexperte sein. Das kann eigentlich jeder normal denkende Mensch sich auch mal zusammenreimen, der einfach nur mal die Augen öffnet und die aktuelle Situation in Deutschland so ein bisschen beobachtet. Ich meine, unabhängig jetzt davon, dass Herr Haldenwang selbst vom Gericht zurückgepfiffen wurde im Sommer, unabhängig davon, dass er selbst gegen das Demokratieprinzip und so weiter verstößt. Er hat jetzt auch noch die Dreistigkeit und sagt jetzt, wir als Demokraten, ja, wir Demokraten müssen das verhindern und so. Was ist denn mit der aktuellen Regierung, Herr Haldenwang, die jetzt mittlerweile nachweislich zum zweiten Mal eklatant verfassungswidrig gehandelt hat? Wo war denn da der Verfassungsschutz, als es um den Nachtraghaushalt 2021 ging? Ja, das ist so völlig absurd. Man muss sich das vorstellen. Wir haben hier in Deutschland wirklich eine Regierung, die nachweislich verfassungswidrig gehandelt hat. Nicht nur bei diesem Nachtragshaushalt, ja. Muss man sich ja vorstellen, das ist in der gesamten Geschichte der Bundesregierung noch nicht vorgekommen, dass einfach der Haushalt für verfassungswidrig erklärt wurde vom Verfassungsgericht, ja. Auch was das Stiftungsgesetz angeht, ein völliger Witz,
was komplett gegen gegen die Chancengleichheit und so weiter verstößt, ja. Und diese Regierung, die ganz klar antidemokratisch wider der Verfassung mit richterlichem Urteil handelt, die hat hier laut nach Haldenwang scheinbar einen Freifahrtschein. Vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass er selber CDU-Parteibuch hat, ja. Aber die AfD, die bekämpft er einfach von morgens bis abends scheinbar, versucht überall sie als rechtsextrem zu deklarieren und will jetzt hier aktiv politisch dagegen vorgehen. Das ist sowas von das ist so absurd. Also so ein Clown-Theater. Merkt er eigentlich nicht, dass er sich langsam mehr und mehr zum Gespött der ganzen Nation macht? Und dass er auch eigentlich dem Ruf des Verfassungsschutzes eigentlich massiven Schaden zufügt dadurch? Ich meine, Verfassungsschutzbehörde, das war, ich weiß nicht, wie das euch früher ging, wenn man da sich, ich habe mich manchmal mit Leuten unterhalten, wisst ihr, es gibt Leute, die wissen noch nicht mal, dass es einen Unterschied gibt zwischen Verfassungsschutz und Verfassungsgericht. Es gibt tatsächlich Leute, die das Synonym verwechseln, ja. Das ist ja was komplett anderes. Und wenn man aber sich damit nicht so detailliert auseinandersetzt, dann hat man immer erstmal so, wenn man so das Verfassungsschutz oder so hörte, dann hat man erstmal Respekt und so, ne? Und das sollte man ja auch. Aber Herr Haldenwang hat es geschafft, dass ich den Respekt vor dieser Behörde immer mehr und mehr verliere und überhaupt gar nicht mehr für voll nehmen kann, ja? Und jetzt nochmal zurück zur Regierung, weil es gibt ja hier auch ein Amtseid, ne? Den nicht nur der Bundespräsident Steinmeier, sondern auch alle Minister leisten müssen. Und dieser Amtseid, ja, der liest sich wie folgt, ne? Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. So, wer kann in allen Ernstes diesen Amtseid schwören? Und dann im Kontext des aktuellen Regierungshandels sich selbst überhaupt noch ernst nehmen. Weil es gab doch schon damals die Warnungen, unter anderem auch sogar übrigens von der AfD, die schon damals gesagt haben, dass dieser Nachtragshaushalt und so weiter keine verfassungsrechtliche Basis und so hat. Ja, dieser Amtseid, und der wird doch tagtäglich mittlerweile verletzt. Und jetzt stellt sich hier ein Herr Habeck hin und warnt davor, dass es eine Industrieabwanderung in Deutschland jetzt geben könnte, wenn eben jetzt hier dieses Verfassungsgerichtsurteil umgesetzt werden muss und eben die 60 Milliarden nicht eingesetzt werden können. Es ist doch absolut nur noch so zum Kopfschütteln. Man weiß wirklich nicht mehr, wenn man jetzt, stellt euch mal vor, ihr habt jetzt Kollegen oder Verwandte im Ausland irgendwie, ja, und ihr erklärt denen jetzt dieses Politikspiel in Deutschland, was da aktuell abgeht. Und übrigens, ne, man kann ja auch immer sehr gut sehen, dass dieser Amtseid verletzt wird, wenn man sich einfach mal in anderen Ländern umschaut, was passiert, wenn die Grünen zum Beispiel wieder aus der Regierung verschwinden. Ja, ja, da kommt demnächst jetzt auch mal ein interessantes Video zu. In Schweden beispielsweise, ne, da sind ja die Grünen dann rausgeflogen aus der Regierung. Und seitdem, was ist denn alles passiert, ne? Seitdem haben sie die Kernkraft übrigens wieder reaktiviert. Wusstet ihr, dass noch im Februar 2021 in Schweden die Regierung, nachdem sie ja 2020 gefeiert haben, ja, keine Kernkraft mehr, wir sind so toll und so, ne, haben sie dann ein Jahr später gesagt, die sollen doch bitte alles zu Hause an Haushaltsgeräten runterfahren und so weiter, ja, damit sie ja auch noch heizen können, weil die keine Kernkraft mehr hatten. Und jetzt haben sie das wieder reaktiviert und siehe da, die Energiekosten kommen wieder runter. Auch die Spritkosten sind wieder gestiegen. Das heißt, man kann sehen, sobald eine grüne Regierung aus einer, also Beteiligung wieder verschwindet, dann gehen automatisch all diese ganzen Gesundungsprozesse in der Politik und in dem Land wieder von vorne los, ja. Deswegen, Herr Haldenwang, Sie sollten mal hier an ganz anderer Stelle nachschauen, wo hier verfassungsschutzrechtlich und verfassungsfeindlich gehandelt wird, ne? Da werden Sie mehr als genug finden. Vor allem sollten Sie, glaube ich, mal langsam bei sich selbst anfangen.